Aber wir sind live. Schauen wir mal, ob das auch tatsächlich so ist. Gell? Ob das alles funktioniert. So wie es sollte. So, schauen wir gleich. Jawohl, schaut gut aus. Super. Schaut gut aus. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir beginnen. Starten wir rein. Genau, ja, hallo und herzlich willkommen bei Gisecco, bei mir, Perlen des Südens im Gespräch, der Live-Talk von und mit erfolgreichen Ringana-Partnern und Partnerinnen. Heute bei mir zu Gast die liebe Katrin Stanzl, im wunderschönen sonnigen Perlen-Office. Wir haben schon fein gefrühstückt, gell, mit, ja, mit Seiten und Ablein, gell, sozusagen, die Sonne genossen, Fotos geschossen und jetzt freuen wir uns natürlich auf unseren Talk. Bevor wir starten, möchte ich natürlich ganz kurz für alle, die das erste Mal zusehen, kurz mich vorstellen. Mein Name ist Tanja Robotzki. Ich bin schon seit vielen Jahren ja, erfolgreiche Networkerin mit einem österreichischen Unternehmen. Und ja, und mit diesem Talk möchte ich einfach meine Führungskräfte ein bisschen vor den Vorhang holen. Und ich arbeite schon seit 15 Jahren mit diesem Unternehmen zusammen. Es kommt aus Österreich und das produziert frische und vegane Hautpflege und Vitalstoffe. Und dadurch, dass es einfach alles so frisch ist, ist der Vertrieb über das Empfehlungsmarketing organisiert. Und aufgrund dieses Empfehlungsmarketings, was sehr toll ist, finde ich, dieses Business, ist es mir einfach gelungen, in den letzten Jahren ein sehr großes internationales Team aufzubauen von aktuell über 15.000 Partnern und Partnerinnen in ganz Europa. Ja, und einige davon, die wollen bis an die Spitze. Und die wollen einfach in dieser Karrierestufe bis ganz nach oben. Sie haben schon Erfolge gefeiert und sie sind einfach, wie soll ich sagen, die Helden meines Teams. Sie sind total starke Stützen in meiner Führungsarbeit. Und ja, und wir nennen uns einfach die Perlen des Südens. Die Perlen des Südens, wir sind eine Truppe, ja, wir sind absolut erfolgreich, wir sind kompetent, wir haben einen Spirit, wir wollen mehr vom Leben. Wir kombinieren einfach Spaß und Erfolg und wir kombinieren einfach diesen Lifestyle von, ja, erfolgreich sein und authentisch sein, wahrhaftig sein und ja, auch vorzeigen, was ist alles möglich im Leben. Musst du dort stehen bleiben, wo du bist, oder ist mehr für dich möglich? Und ja, mit diesem Talk möchte ich eben, wie schon eingangs angekündigt, die Perlen des Südens, einzelne Personen vor den Vorhang holen, ihre Geschichte erzählen lassen. Kurz noch die Perlen des Südens. Wir haben auch ein Symbol. Gell, wo habe ich das denn heute versteckt? Da, gell? Ich habe die Perle. Es gibt eine wahrhaftige Perle. Gell? Und ich bin schon total gespannt, wo die Katrin ihre Perle versteckt hat. Soll ich sie jetzt Ja, zeigen? zeig sie. Voll cool, voll schön. Warte, gehen wir ganz nah ran. Du hast einen wunderschönen Ring draus Ja, gemacht. genau. Gell? Oh, voll schön. Meine Mama und mein lieber Stiefpapa haben diesen Ring zum Geburtstag von mir anfertigen lassen, nach 2 Jahren, dass sie in der Schachtel gelegen ist. Und das hat einfach so viel, ja, das hat, da verbinde ich so viel damit. Gell? Das ist einfach so ein tolles Gefühl, wenn ich diesen Ring trage, weil er einfach echt eine besondere Bedeutung Voll hat. schön, voll schön. Ja, und das passt da gut zum Motto, wenn du sagst, deine Mama und Mein der Stiefpapa, der Stiefpapa, weiter. dieses im Miteinander mehr erschaffen, gell, was in diesem Ring wirklich zur Geltung kommt und rauskommt, das ist auch das Motto der Perlen des Südens. Und abgesehen vom Motto und vom Symbol haben wir natürlich auch Ja. ein Lieblingsgetränk, das ist der Gisecco und deshalb heißt dieser Talk auch Gisecco bei mir. Ja, und jetzt würde ich vorschlagen, wir starten los mit der Katrin. Schön, dass du live hier im Perlen-Office bist. Du bist ja aus Kärnten. Und ja, man darf sich ja in dem Sinne treffen. Wir sind natürlich alle getestet, vorher alles gut. Ja. Und ich würde einfach vorschlagen, wir starten los. Wer ist Katrin Stanzl? Mal erst einmal danke, liebe Tanja, für die Einladung. Es ist heute so ein traumhafter Tag und dieses Perlenoffice ist einfach so ein schönes Ambiente. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Also Katrin Stanzl ist 42 Jahre. Ich bin aufgewachsen in Fichtring und bin dort auch zur Schule gegangen. Also habe das Musikgymnasium in Fichtring besucht, habe 4 Jahre Klavier gespielt im Konservatorium. Und ja, und danach habe ich meine Ausbildung quasi als Kindergartenpädagogin absolviert. Und in dieser Zeit, also in meiner Jugend,
habe ich so die Leidenschaft fürs Ballett gefunden. Also ich habe den Ballettsaal, das war mein zweites Zuhause und ich habe da jeden Tag stundenlang trainiert. Also es war so der Ausgleich zur Schule und ich muss sagen, das habe ich 12 Jahre lang gemacht. Mhm. Und das hat mich auch schon so ein bisschen geprägt, weil ich habe einen ganz strengen Ballettlehrer gehabt. Mhm. Und da war einfach Disziplin und Fokus und Ausdauer und ja, hartes Training, das war einfach ja, mein täglicher Begleiter. Und ja, das hat mich sehr geprägt. Also das war schon etwas, was ich mitnehmen durfte. Als ich dann im Kindergarten angefangen habe zu arbeiten, also nach der Ausbildung, habe ich nicht mehr so viel Zeit gehabt für Ballett. Aber ich habe dann trotzdem über Aerobic und Personal Trainer Ausbildung gemacht. Ich habe Kampfsport gemacht. Also war schon immer sehr offener Mensch und offen für Neues. Und letztendlich bin ich dann beim Triathlon dann hängen geblieben. Also der Triathlon, dafür schlägt heute noch mein Herz, das liebe ich. Also diese Themen Sport, Ernährung, Gesundheit, das hat mir einfach schon immer begleitet und immer fasziniert. Und ja, ganz normal im Kindergarten dann in Klagenfurt gearbeitet, bis zu meiner ersten Karenz. Also meine Tochter ist 2009 auf die Welt gekommen, die Fabienne, und ja, damit war ich mal 2,5 Jahre zu Hause. Und bei der Fabienne war die Herausforderung, die hat eine sehr, wie soll ich sagen, eine hypersensible Haut. Also die hat wirklich nichts auf ihrer Haut vertragen, weder eine Seife erleichtert, also nichts von der Apotheke, nichts vom Reformhaus. Ich war da damals schon auf der Suche nach einer alternativen Pflege, Sonnencreme. Und bin nicht fündig geworden, weil sie einfach echt nichts vertragen hat und da verzweifelt man als Mama. Gell? Und ich habe dann Cremen-Workshops besucht und habe halt dann selber alles hergestellt und irgendwie so ähnlich wie unsere Firmengründer, also im kleinen Kämmerlein, und das hat dann für uns super gepasst. Und ja, und dann nach meiner ersten Karenz war dann die Frage, gehe ich wieder für 40 Stunden zurück in meinen alten Job oder übernehme ich eine Halbtagsgruppe mit der Leitung, also für 30 Stunden. Und ich habe mich dann fürs Zweitere entschieden, weil ich mir gedacht habe, ja, 30 Stunden ist weniger Arbeit, dann habe ich mehr Zeit für meine Tochter und für meine Familie. Dem war nicht so, weil ich kann sagen, mit deiner Leitung hast du einfach mehr als einen Ganztagsjob am Hals. Das heißt, du bist zwar für 30 Stunden wirst entlohnt, aber genau, du arbeitest trotzdem mehr wie 40. Genau, also man muss da schon sehr am Tellerrand hinaus arbeiten. Und als Leiterin hast du einfach eine riesen Verantwortung. Also mein Haus hat 3 Gruppen gehabt, also 75 Kinder plus Eltern plus Teamkollegen. Die Eltern sind ja oft die Anstrengenderen. Manchmal. Aber ich möchte jetzt nicht so viel sagen. Nein, es gibt auch ganz. Es war die Arbeit mit den Eltern immer sehr, sehr nett und das hat immer gepasst. Aber ich bin einfach dann einmal draufgekommen, 2015, dass ich trotzdem, ich arbeite viel zu viel und verdiene monetär gesehen viel zu wenig. Es hat da von Seiten des Unternehmens auch nie eine Wertschätzung oder Anerkennung gegeben. Und das sind schon so Dinge, die mich dann irgendwo, ja, das hat mir auf einen Punkt gebracht, wo ich mal gedacht habe, irgendwie passt das für mich nicht mehr. Okay, und dann ist ja wieder wundersame Art und Weise eine Freundin an dich herangetreten, oder? War das so zu dem Zeitpunkt? Genau, also zu dem Zeitpunkt, also 2015 ist dann meine Tochter, meine zweite, zur Welt gekommen, die Michelle, die ist mittlerweile 5. Und in der zweiten Karenz habe ich definitiv gewusst, ich möchte nicht mehr zurück in meinen alten Job. Okay. Also war wirklich auf der Suche nach Plan B. Und ich habe auch eine Aroma-Ausbildung gemacht mit einer lieben Freundin. Und ja, und immer gedacht, vielleicht sollte ich mich da selbstständig machen oder irgendwie. Aber dann hat mich genau eine liebe Freundin eingeladen zu einer Produktpräsentation. Und da ist es eben um Körperpflege gegangen und immer gedacht, naja, ich mache zwar alles selber, aber das ist jetzt dann eigentlich nur Mittel zum Zweck gewesen. Gell? Es hat mir nicht wirklich Spaß gemacht, cremen rühren. Und ja, und dann haben wir gedacht, ich folge dieser Einladung, nehme meine Kinder mit. Hat natürlich Sinn gemacht, dass die Kinder die Produkte probieren und dass das einfach passt. Und an diesem Nachmittag habe ich dann einfach dieses Unternehmen kennengelernt, auch
die Philosophie. Und das war etwas, was mich im Herzen so berührt hat. Damals haben sie einen Film von Konkret gezeigt, da hat das Unternehmen gerade den Klimaschutzpreis gewonnen. Und ich weiß, das ist jetzt kein Preis, den man im Vorbeigehen gewinnt. Also da müssen schon sehr viele Sachen gut funktionieren und gut gemacht werden. Und das hat mich als Mama einfach beeindruckt. Also ich war total begeistert. Und zwei Tage später hat mir dann die Lisa, also meine heutige Mentorin, angerufen und gefragt, ob ich nicht grundsätzlich offen wäre, in meiner Karenzzeit ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Dann haben wir gedacht, ja gut, ich meine, in der Karenz brauchst du schon 200-300 Euro mehr, genau, es macht natürlich Sinn. Gell? Und somit habe ich dann den Partnerantrag unterschrieben. Und quasi losgestartet. Das heißt, Anfangsmotiv 200-300 Euro. Eigentlich genau. So wie bei mir. Ja, wir haben eine ähnliche Geschichte. Wenn wir das so recht uns überlegen, ist das eigentlich sehr ähnlich gewesen. Richtig, gell? Ja. Cool. Ja, und was ist dann passiert? Also was hat sich daraus jetzt entwickelt? Weil du sitzt ja heute hier bei mir im Giseco Talk. Ja. Da muss ja Großes passiert sein. Genau, also am Anfang nicht. Also am Anfang war noch so, also ich war total begeistert und ich habe auch durch meine Begeisterung für die Produkte Kunden gewonnen und diese 200-300 Euro, das habe ich immer in der Tasche gehabt. Super. Also das hat super gepasst und 4 oder 5 Monate nach meiner Entscheidung war ich dann bei einer Großveranstaltung, bei der Convention. Und da durfte ich dann Führungskräfte auf der Bühne erleben und auch persönlich kennenlernen. Und da habe ich auch dich gesehen, liebe Tanja, wie du von deiner Geschichte erzählt hast. Und das war so inspirierend und so auch motivierend. Und ich wusste, ich bin da genau richtig, wo ich bin. Und habe damals die Entscheidung getroffen, das ist genau das, wo ich arbeiten will, wo ich sein will, was ich machen will. Und ich habe die Entscheidung getroffen, wirklich Network-Profi zu werden. Das war mein absoluter Traum. Und und dann geht man nach so einer Veranstaltung voll begeistert und motiviert nach Hause. Ja, genau, erzählt das seinem Umfeld. Die waren alles andere als begeistert. Gell? Also ich habe sehr, sehr viele Neins kassiert. Und ja, man kann sagen, auf Kärntnerisch sagt man auch Watschen nach der anderen kassiert. Okay. Also es war jetzt, meine Begeisterung ist halt nicht so übergeschwappt. Gell? Okay. Was haben die alle gesagt? Wieso haben die alle nachgesagt? Zu was oder wie? Naja, es waren die einen zu wenig Zeit, die anderen sagen, das ist viel zu teuer, die anderen sagen, was wärst du denn jetzt Kosmetik verkaufen, du hast da was Gescheites gelernt, bist Leiterin, bist einen leitenden Posten, das ist ein Blödsinn, das schaffst eh nicht und wo die schon überall sind, weil ich habe das ja erzählt auch von den Menschen, die machen das ja schon viel länger und da hast ja du gar keine Meter mehr, gell? Also man wird so limitiert und so begrenzt von Menschen und die sagen, es geht nicht. Und das hat etwas in mir ausgelöst und zwar, mir hat das richtig getriggert. Für mich war das so der Punkt, wo ich gesagt habe, und jetzt erst recht. Also. Okay, erinnert mich auch sehr. Ja, kennst du wahrscheinlich auch. Und ja, also aber das ist sicherlich nicht einfach, wenn du einfach begeistert bist und gerade von einer Veranstaltung heimkommst und dann über Wochen, Monate hast du gesagt, also nur Neins erhältst. Und was hat dich dann eigentlich quasi an der Stange gehalten? Wieso bist du weiter dran geblieben? Also das, was zum einen war es, 2018 habe ich ja dann eine Entscheidung treffen müssen, gehe ich jetzt wieder zurück oder nicht? Und da war für mich ganz klar, nein, ich möchte nicht zurück. Und ich war dann in der Frage, was möchte ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Und habe dann begonnen, weil mit Kunden, das hat super funktioniert, gell? Und habe dann wirklich begonnen, mich auf diesen Fokus, also den Fokus auf Positive, auf das, was funktioniert, das, was schon da ist, zu richten. Und und auch die Veranstaltungen, damals hat es ja noch Live-Veranstaltungen gegeben bei uns in Klagenfurt. Und das war so etwas, immer wieder mit diesen Menschen zusammenkommen, immer wieder diesen Spirit erleben, immer wieder sich gegenseitig zu motivieren und zu inspirieren. Und im Grunde genommen geht es allen gleich. Und wenn man dann einfach hört, bleib dran, bleib bei dir, mach einfach deine Arbeit und du wirst sehen, irgendwann einmal gehen die Samen auf. Und ich habe dann diese Entscheidung getroffen, obwohl ich wirklich nicht viel zu diesem Zeitpunkt mit Ringana verdient habe. 200-300 Euro. Okay. Wie viel hast du als Leiterin eigentlich verdient?
1500 Euro. Für 30 Stunden. Genau. Ja, dann ist klar, dass das Umfeld nicht so begeistert ist, glaube ich. Genau, genau. Und das ist auch etwas, was mich auszeichnet. Gell? Ich bin da sehr, ich bleibe da immer bei mir. Mhm. Ich lasse mich da nie von anderen irgendwie beeinflussen oder, also nicht im negativen Sinn, weil ich weiß selber am besten, was gut für mich ist. Ich habe auch damals bei meiner Freundin auch auf mein Bauchgefühl gehört, geh dorthin, schau dir das an. Genauso wie ich es jetzt oder wie ich es dann bei der Convention getroffen habe. Und deswegen sage ich, das hat dann dazu geführt, dass ich meinen Job gekündigt habe und gesagt habe, ich möchte Ringana Only machen, ich möchte Netzwerkprofi werden. Und der Erfolg hat mir recht gegeben und das ist einfach so schön. Also dieses bei dir bleiben ist ja absolute Qualität. Gell? Also wir haben wenig Menschen, also da kannst du wirklich dankbar sein, dass du sie hast. Gell? Weil sehr viele Menschen sind einfach ganz stark im Außen, orientieren sich auch nach den Meinungen der anderen. Gell? Und ich meine, sich das anzuhören ist eine Sache, gell? Aber zu entscheiden, okay, das ist aber deines, ja, und das ist nicht meines, und dann bei sich zu bleiben, also das ist eine ganz wertvolle Qualität. Also genau. Fürs Dankbar sein dafür, ja, weil das ist wirklich... Ich bin auch heute sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich einfach da dran geblieben bin. Und ich habe das genau gewusst, weil ich jetzt einfach mein Leben lebe, so wie man das vorstellt, so wie man das wünscht. Und das ist echt ein Geschenk. Da kommen wir dann eh noch hin. Ja. Das heißt, du hast gekündigt und dann hast du Ringana Only gemacht. Genau. Und du hast früher gesagt, der Erfolg hat dir recht gegeben. Wie hat sich das geäußert? Ja, ich bin dann zwei Monate später bin ich dann in der Mitte unseres Karriereplans angekommen und ich durfte dann auch die Trainerausbildung machen. Bei der Convention bin ich auf die Bühne gerufen worden, das war auch so ein schönes Gefühl, einfach draußen zu stehen und bejubelt zu werden und diese Nadel zu bekommen. Das hat schon etwas gemacht mit mir. Gell? Da war so viel Selbstvertrauen, so viel Dankbarkeit auch. Und und die Trainerausbildung, ich meine, das war ein Wochenende exklusiv mit Feuerlauf, also da wächst man so über sich hinaus. Gell? Und deswegen, das hat super gepasst, alles. Also alles richtig. Hat da das Umfeld auch noch schon was dazu gesagt? Ja, da haben die, also das Umfeld war dann schon. War schon so, dass dann die sehr viele Partner wieder dazugekommen sind. Also viele, die am Anfang Nein gesagt haben, haben dann gemerkt, okay, da ist doch mehr dahinter und die zieht das durch. Gell? Und das war ansteckend. Also da sind Menschen auf mich zugekommen, die gefragt haben, was machst du da jetzt eigentlich? Bei dir läuft das ja voll super und da möchte ich auch dabei sein. Und in der Mitte der Karrierestufe, unseres Karriereplans, da verdient man ja eigentlich auch genau das, was du mit 30 Stunden als Leiterin kriegst. Also mehr oder weniger, aber ungefähr in dem Bereich, gell? Spielt sich ab. Genau. Das hat noch gut gepasst, weil es ist nie so viel Arbeit. Gell? Genau, es sind nie 30 Stunden oder eigentlich 50, gell? Ja. Sondern es ist... Es ist sehr, sehr wenig, muss man sagen. Und das 2 Monate nach deiner Entscheidung, gell? Also... Da muss man sagen, Hut ab, Chapeau, da hast du echt Gas gegeben. Da habe ich Gas gegeben und ich war da richtig fokussiert, aber ich habe auch das richtige Mindset gehabt. Okay. Und das war auch der Moment, wo dir dann die Sonja Zenz, deine Upline. Genau, die Sonja Zenz hat mich dann angerufen und hat gesagt, ja, gratuliere zu Ziel 5, du musst jetzt sagen, du bist eine Perle des Südens. Und mir hat das überhaupt nichts, ich habe gedacht, das ist so schnell, hat sie nichts mitgekriegt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich dachte, nein, du wirst einen Termin machen mit der Tanja und du wirst dann aufgenommen in diesen elitären Kreis. Und ja, es war total schön. Also das war noch einmal zusätzlich so ein, ja, so ein Goodie, sage ich einmal. Das hat mich noch einmal so dankbar gemacht, dass ich in diesen Kreis da aufgenommen wurde und mit dieser Perle da belohnt wurde. Also das war so schön, ein einzigartiger Moment. Cool. Ja, und oft geht dir der Höhenflug einfach weiter, gell? Und manchmal ist es aber anders. Manchmal ist es anders, genau. Was ist denn dann passiert? Wer hochfliegt, kann auch tief fallen, gell? Wie auch immer, aber erzähl einmal, wie war denn das bei dir? Ja, es war dann tatsächlich nach der Trainerausbildung durfte ich dann 4 Tage später meine Premiere machen und dieses Unternehmen auch präsentieren in der Öffentlichkeit. Und es war natürlich ein tolles Erlebnis. Und
Ja, dann auf einmal waren Wochen und Monate in meinem, ja, in meinem Business, wo niemand, kein einziger Neupartner dazugekommen ist. Also weder bei mir direkt noch in meinem Team. Ich hatte damals schon ein Team. Und da haben wir dann gedacht, puh, was ist jetzt los? Wo hapert, was passt da nicht, gell? Und ja, das hat mir dann schon immer wieder sehr, also da sind auch sehr viele Neins gekommen und das hat mir dann echt einen Taucher gegeben. Ich habe mir gedacht, puh, was könnt ihr da jetzt dann machen? Natürlich kann ich mal wieder einen Job suchen und kann wieder zurück in den Kindergarten, Das was hast du auch ich. überlegt, gell? Das habe ich mal überlegt, tatsächlich, weil ich, naja, das war mein Einkommen, gell? Du bist ja abhängig auch von dem. Und viele entscheiden sich für dieses Business erst, wenn sie, was sind jetzt, 3.000, 4.000 € verdienen. Gell? Und ich war damals mutig und ich habe mir gedacht, naja, aber ich kann jetzt davon nicht leben, wenn das jetzt monatelang so weitergeht und das Team nicht wächst, dann muss ich mal was anderes suchen. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir aber letztes Jahr am Kaltschacher See uns einen Traum erfüllt. Also wir haben einen Wohnwagen direkt, erste Reihe, fußfrei, total schön. Und ja, das war schon ein Jahr früher. So war, glaube ich, ein Das Jahr war, früher. Letztes Jahr war schon Corona. genau, letztes Jahr war schon Corona. Das war 2019, genau. Und ja, und wo wir dann zum See gefahren sind, waren wir im Erdbeerland und dann habe ich dich getroffen, Tanja. Ich war Und mit den Mädels dort, oder? du warst, glaube ich, alleine dort. Du warst, ich weiß gar Ah nicht. nein, die Mädels waren nur schon woanders. Oder die waren woanders, genau. Aber jedenfalls hast du mich gefragt, ja, Katrin, wie geht's dir und was machst du? Und ja, und ich habe dir dann einfach von meinem ganzen Leid, habe ich da Tanja erzählt und habe fast zum Weinen angefangen, weil man gedacht hat, man, es ist so ein schöner Job und so ein tolles Business, ich weiß nicht, warum da nichts weitergeht. Und die Tanja hat etwas zu mir gesagt, und zwar war das der Satz: An diesem Punkt, Katrin, musst du weitermachen, weil das trennt die Spreu vom Weizen. Das unterscheidet die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen. Und das war ein Satz, der ist so in die Tiefe gegangen, und wo wir dann weitergefahren sind. Also, es war, ich sage heute noch danke für dieses Gespräch. Weil damit war dieser Gedanke, ich muss mir da einen Job suchen, war komplett weg, gell? Und ich war einfach wieder in dem Vertrauen. Ich habe dieses Vertrauen gehabt, ich habe wieder Motivation gehabt. Du hast mir dann von deinen Durchhängern erzählt und mir einfach das Gefühl gegeben, es ist ganz normal in unserem Business, dass das nicht immer nur auf und auf geht, sondern dass das einfach so wie der Lebensrhythmus ist, auf und nieder. Und Berg- und Talfahrt ist, und das war einfach so schön zu wissen von einer, ja, von so einer erfolgreichen Führungskraft, dass das dazugehört. Und in diesem Prozess und auf diesem Plateau wächst man ja am allermeisten in seiner Persönlichkeit. Und das war so schön und das ist dann auch wieder weitergegangen. Also es haben sich dann so viele Dinge wieder aufgetan, weil ich einfach wieder im Vertrauen war. Das sind dann die Prüfungen auf dem Genau. Weg bis ganz Ja, nach genau, oben. richtig. Und ich gebe das natürlich auch meinen Teampartnern heute so weiter, wenn einmal so Stoppphasen sind, gell? Ja, war schön, wie das Universum auf dich geschaut hat und dich ins Erdbeerland gelockt hat, ja, Ja. wo ich schon fröhlich ein paar Erdbeeren klar. Genau, das war echt ein Zufall, ein glücklicher Zufall, aber ich sage immer, es gibt eigentlich keine Zufälle, sondern einfach nur Menschen, die einen zufallen, und das hat super gepasst. Ja, war Gänsehautfeeling, aber so wie du sagst, es ist so. Ja. Es ist der Punkt, der Moment, den gibt es immer, wo man die Chance hat, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und wenn man das so richtig spürt und das so richtig verinnerlicht und dann sich entscheidet, weiterzumachen. Genau. Dann gehen auf einmal wieder Samen auf, dann passieren dann wieder Wunder ja, und dann weißt du wieder, wofür du kämpfst und wofür du gehst und wofür du brennst. Ja, und es ist so, das Universum prüft uns immer und immer wieder auf Absolut. interessante Art und Weise. Wir durchblicken es oft erst, ja, retrospektiv. Genau. Genau. Wow, ja, na, schön. Danke dir auch, dass etwas, ja, wenn ich was sage oder wenn ich was einfach so versuche mitzugeben, dass das einfach so eine Wirkung Ja, für die war das hat. wahrscheinlich so ein Gespräch im Erdbeerland irgendwie, gell? Und für mich hat das so viel, ja, für mich hat das einfach so viel ausgelöst. Voll schön.
Ja, liebe Katrin, und was ist jetzt so im Heute, was ist daraus geworden, wie lebst du heute dein Leben in all, weil du früher gesagt hast, in all dieser Freiheit? Naja, es ist, das kann man sich so gar nicht vorstellen, gell? Weil ich müsste gar nicht aufstehen, wenn meine Kinder nicht in die Schule müssten. Und ich weiß, in den Ferien, werden wir einfach, was sind 11 Wochen oder wie lange halt die Schule zu hat, werden wir einfach am See Neun. unser Also, ich weiß neun nicht, ob Wochen, sie hat 9 Wochen okay. zu, aber sie hat jetzt ja auch schon die ganze Zeit zu, also eigentlich Genau. normal. Nein, passt Na, auf schon. jeden Fall, ich werde da mein Office wieder zum See verlegen. Meine Kinder merken das nicht einmal, dass ich da meine Telefonate mache oder meine Zoom-Calls, die ich dann zwischendurch mache. Und das ist einfach so eine Freiheit. Und auch da werden Partner und Kunden generiert, weil du ja so locker bist. Und ich bin ja immer, wo ich gehe, wo ich stehe, ein Ghana Partner. Und ich habe immer Menschen um mich, denen ich begeistert von dieser Chance erzähle. Und der eine nimmt das wahr und der andere, für den anderen passt halt gar nicht. Gell? Ist Und ich sage okay. immer, es muss auch der Zeitpunkt passen, aber es ist eine Freiheit, die ich genieße. Oder wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt mit meinen Mädels einmal heute shoppen oder im Winter einmal Skifahren, einen Tag dazwischen und die nimmst du von der Schule raus, dann ist das alles machbar, weil immer selbst meinen Tag einteile. Und wenn ich am Abend arbeiten möchte, dann arbeite ich am Abend. Also diese Freiheit, die kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jeden Tag wohin Na, geht, gell? na, das kann man Kann man ja noch sich sehr nicht. genau erinnern. Ich könnte mir das auch gar nicht mehr vorstellen, wieder in so ein System. Ich habe im November, Dezember letzten Jahres hat mich eine ganz liebe Freundin angerufen, die ist Leiterin in Pfundendorf und mich gefragt, ob ich 6 Wochen aushelfen kann. Und das habe ich gemacht. Also ich war jetzt für 30 Stunden letztes Jahr im November, Dezember angestellt wieder. Und haben wir gedacht, ja, von Moosburg-Kumpendorf ist jetzt nicht der Weg und das passt einfach. Gell? Ich tue da gern aushelfen. Ich habe Kindergartenarbeit, Hast habe du ja sie auch gern gerne gemacht, gemacht? genau. Okay. Ja. Aber das hat mir einfach noch einmal so gezeigt, gell? Vor Augen Das geführt. vor Augen geführt. Und was ist dann passiert? Dann habe ich die nächste Karriereleiter bei uns erreicht, gell? Obwohl ich da überhaupt keinen Fokus drauf gehabt habe. Aber Mitte des Monats schaue ich dann aufs Dashboard und sehe, oh, alle Punkte da, das geht sich aus. Und das ist auch so schön, wenn man weiß, man kann sich auf sein Team verlassen und die sind so selbstständig und auch so begeistert und dass das einfach weiterläuft, gell? Cool. Echt Voll super. schön. War voll schön, liebe Katrin, unser Talk heute. Was möchtest du abschließend vielleicht noch der Community mitgeben? Gibt es noch etwas? Man hast du total viel gesagt, Gänsehautfeeling pur haben wir auch gehabt, gell? Naja, ich denke mir einfach, das Wichtigste ist, dass man sich selber einmal die Frage stellt, was ich wirklich im Leben möchte und ja und auch Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit geht es immer mehr darum, seine Authentizität zu leben und seine Wahrheit zu leben, dass man einfach das macht, was man möchte. Wir haben alle so viel Potenzial in uns. Und ich sage, ja, Network Marketing, das ist einfach so ein Schatz, das ist wie ein Lotto-Sechser. Und alle Teampartner, die da jetzt vielleicht erst gestartet sind, denen möchte ich einfach mitgeben, bleibt da dabei, bleibt einfach dran, auch wenn es einmal nicht oder nicht so gut läuft oder nur schleppend dahin läuft, aber ihr werdet sehen, das Universum belohnt euch und es ist dann so, dass die Samen plötzlich aufgehen und sich alles so richtet, wie man es eigentlich möchte. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass du selber daran glaubst und dass man selber ganz genau weiß, in welche Richtung geht es, was habe ich eigentlich für Ziele, was habe ich für Visionen in meinem Leben, was ist mir wichtig, wie möchte ich leben. Und diese Frage darf man sich jeden Tag stellen. Und an sich nicht so leicht abbringen lässt davon, gell? Genau. Auch wenn ein paar Leute dagegen reden oder wenn manche Situationen passieren, die das in Frage stellen. Es ist ja nur eine Prüfung, wo man sagt, okay, es geht um das, kannst du es für dich, ist es für dich vorstellbar, glaubst du an dich, vertraust du dir. Genau, Ja? genau. Und du hast das wunderbar vorgelebt und auch gezeigt und jetzt an dem Talk mitgeteilt. Und ich denke mir, da können sich einige was davon mitnehmen und ja, und ihre eigene Geschichte dann groß schreiben.
Genau, hoffentlich. Absolut. Und mir taugt es natürlich voll, weil so wie ich auch in meinem Posting vorher gesagt habe, also wir haben jetzt noch nicht so viel Kontakt gehabt, gell? Aber oft im ein, zwei sehr intensive für dich definitiv einmal. Und ich kann mich natürlich auch noch an viele Begegnungen erinnern, aber trotzdem war es oft nicht, weil das Team einfach schon so groß ist. Gell? Und mir taugt das voll, wenn ich dann in diesen Talks, ja, meine Perlen einfach mehr kennenlerne. Noch besser kennenlerne. Und das taugt mir natürlich auch total. Ja. Liebe Katrin, vielen Dank, dass du da warst, da bist. Ja, ich sage auch danke für dich und danke für diese Form und für dieses Format. Das ist einfach ganz inspirierend und toll. Vielen voll Dank. Schön. Also, danke dir und danke euch fürs Dabeisein. Und ich wünsche euch einen sonnigen Tag. Ich hoffe, überall scheint die Sonne, wo ihr zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hat Anstoß müssen wir noch gleich einmal. Okay. So, und jetzt beenden wir. Super.